So, hallo ihr Lieben. Ich habe es vor uns schon mal gesagt. Ich sage das jetzt in dem Video auch noch einmal ganz kurz. Ich werde euch hier den neuen Bedini 5.0 vorstellen. Und dieses Video oder vielmehr ein anderes Video, was ich jetzt davor gedreht habe, werde ich jetzt in das große, anderthalb Stunden lang dauernde Video mit einarbeiten. Ich muss das dann dazu einmal ganz kurz von meinem Kanal runternehmen. Dann schneide ich das eine Video hier dazwischen quasi, lade das dann wieder hoch. Das dauert natürlich ein paar Stunden, weil das sind, also das waren bei den anderthalb Stunden, waren das schon 8 GB an Material. Und da kommt jetzt ungefähr nochmal eine halbe Stunde dazu. Also ich schätze mal so 10 GB wären es, die ich dann nochmal neu hochladen muss. Das wird also wahrscheinlich so, ach, keine Ahnung, ein paar Stunden dauern. Und ja, wie gesagt, nur, dass ihr das einmal wisst. Und dann gibt es halt das 5.0-Video, gibt es dann auch mit in dem letzten Video, in dem großen anderthalb Stunden lang dauernden Video. Die Volksbedinis oder der Volksbedini. Nur, dass ihr das einmal wisst. Also hier ganz hochoffiziell stelle ich euch das neue Produkt vor, den Volksbedini 5.0. Ich hatte auch vor ein paar Monaten, glaube ich, hatte ich da schon mal einen Prototypen zu vorgestellt. Das war der in den etwas größeren Gehäuse drin. Der hatte auch zwei Ventilatoren gehabt, ein paar Transistoren mehr und so weiter. Und hatte auch zwei Potis gehabt. Und da habe ich ja auch drunter geschrieben 5.0 Fragezeichen, weil ich mir da eben noch nicht so ganz sicher war. Ich habe irgendwie immer das Phänomen, wenn ich hier Video drehe, dass ich eine E-Mail kriege. Ja, wie auch immer. Weil ich mir halt eben nicht so ganz sicher war, ob das jetzt wirklich der 5.0 in der Reihenfolge her werden soll. Und das war auch ganz gut so, dass ich das mit einem Fragezeichen versehen habe. Denn von der Logik halber, wenn man sich das mal anguckt, wie gesagt, der 1.5er wäre halt hier, ich sage es mal, ein Transistor, eine Glimmlampe. Der 3.0 wäre zwei Transistoren und zwei Glimmlampen. Der 4.0 wäre drei Transistoren und drei Glimmlampen und jetzt logischerweise der 5.0 mit vier Transistoren und auch entsprechend vier Glimmlampen. Das habe ich hingekriegt, weil ich einfach jetzt eine andere Wickeltechnik genommen habe. Ich wickel jetzt in dem Fall damit vier Drähten gleichzeitig. Da müsste ich dann nochmal ein anderes Video zu machen. Das kann man jetzt so ein bisschen blöd erklären. Die Wickeltechnik so rum ist ähnlich wie beim 1.5er. Ich habe also meinen festen Trigger. Satz hätte ich beinahe gesagt und dann geht es mit rechts, links, rechts Kombination halt mit vier Drähten dann weiter auf die drei anderen Statoren. Und somit habe ich den Vorteil, dass ich da entsprechend vier Spulen drauf bekomme. Und das macht sich halt nachher auch ein bisschen in der Power bemerkbar. Der 4.0, der wurde getestet bis zu 150 Ampere. In Zusammenarbeit mit Kunden wohlgemerkt, hatte ich auch letztens schon mal mit gesagt. Und bei den 5.0, jetzt komme ich selber schon durcheinander, bei den 5.0, da weiß ich es halt eben noch nicht, weil ich selber keine so großen Batterien da habe. Also da kann ich euch jetzt irgendwie schlecht was dazu sagen. Wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt, der das Gerät nimmt und entsprechend auch mal testet, der so eine große Batterie da hat, wie gesagt, wäre ich euch auf jeden Fall sehr dankbar, wenn ihr mir da mal eine kurze Rückmeldung dazu gebt, weil dann kann ich das mal mit einarbeiten. Also ich vermute mal, also 150 Ampere wird er definitiv machen können. Das auf jeden Fall. Ich persönlich gehe jetzt mal von 180 aus, aber wie gesagt, ich kann es euch leider noch nicht versprechen. Das ist dann so eine Sache, die als Update irgendwann mal später mit einfließt in ein Video, in ein zukünftigen Video. Angeschlossen ist er jetzt hier mit 12 Volt. Werfen wir ihn einfach mal an. Er ist also auch sehr, sehr laufruhig, also das ist ziemlich genial. Und man sieht auch hier sehr schön, wie die Glimmlampen hochkommen. Schön eine nach der anderen, also den kann man wirklich super mega fein einstellen. Das ist halt echt auch genial, dass man den so einstellen kann, dass man quasi ja, die Spannungsspitzen der einzelnen Transistoren hier sichtbar machen kann. Die Höhe zumindest ein Stück weit zumindest. Das ist nicht schlecht. Ich werde euch das einmal kurz zeigen. Ich habe das im großen Komplettvideo auch gezeigt. Ich werde den Bedini jetzt einfach mal euch mal vorführen, in ja, mit welcher Spannung man ihn schon im Prinzip fahren kann. 1,3 Volt. So bis 0,8, sage ich ja meistens, geht eigentlich immer. Und 0,8 haben wir jetzt. Jetzt haben wir 0,7 Volt. Und das ist auch so ein Stück, ich sage es mal, Qualitätsmerkmal,
Daran merkt man A, dass der Lüfter an und für sich erstmal schon sehr leichtgängig ist. Das ist natürlich auch immer, ich sag mal, mit wichtig, dass ihr einen Lüfter habt, der sehr leichtgängig ist, weil sonst wird euch schon darüber, ich sag es mal, ein gewisser Anteil an Strom und Power verbraten einfach. Das muss ja nicht sein. Und in Verbindung gerade mit den anderen Bauteilen, ich muss mich einmal ganz kurz räuspern, da saß mir der dicke Frosch im Hals, die alte Sau. Ja, also wie gesagt, und auch gerade in Verbindung mit den anderen Bauteilen, die Schaltung an und für sich, daran kann ich selber jetzt für mich persönlich immer feststellen, dass es halt von der Qualität ziemlich hoch ist. Und ja, das Wichtige ist, was ich selber für mich persönlich auch immer mit am wichtigsten finde, ist einfach die Spannbreite der Eingangsversorgung, die ihr quasi für den Bedini nutzen könnt. Das heißt, in dem Fall könnte ich jetzt hier sogar eine 1,5 Volt Batterie anschließen und könnte den Bedini laufen lassen. Und könnte mit dieser 1,5 Volt Batterie andere 1,5 Volt Batterien aufladen. Oder vielleicht sogar eine Lithium Batterie, wie auch immer ihr das machen wollt. Ist egal. Und wenn ich jetzt, glaube ich, noch weiter runter regel, ich glaube, dann ist vorbei. Also 0,7 Volt, das ist schon fies. Ja, jetzt geht aus. Genau, also bei 0,69 Volt geht er aus. Natürlich auch interessant, dass er genau bei dieser Geschichte ausgeht. Wahrscheinlich hängt das mit diesen Transistoren zusammen. Die brauchen ja auch immer eine gewisse Spannung. Wobei bei einem Schultief habe ich ja auch die Erfahrung gemacht, Transistoren, die, ich sage jetzt mal, erst ab 0,6, 0,7 Volt eigentlich, ich sage es mal, anfangen zu schalten, die laufen auch bei 0,2 Volt. Ist manchmal, also ist allerdings beim Schultief so, ne? Das ist manchmal ein bisschen interessant. Gut, also ihr seht, mit 0,7 Volt läuft er. Ihr seht es auch hier. Er dreht, er bleibt nicht stehen. Wie gesagt, doppelt kugelgelagerter Lüfter. Zusätzlich habe ich da immer noch ein bisschen Spezialöl mit reingefüllt, dass halt auch über die Jahre, dass da so ein kleines Öldepot mit drin ist und ja, dass das alles schön geschmeidig bleibt. So, dann kommen wir hier mal mit zur Stromaufnahme. Das ist ja so ein kleiner Test, den ich euch auch in dem großen Video schon einmal gezeigt habe. Achso, angeschlossen ist jetzt allerdings eine richtige, ich sage es mal, 12-Volt-Batterie, die mir auch einen konstanten Strom liefert, wo ich dann nicht so diese Schwankungen habe wie bei diesem regelbaren Netzteil. Deswegen, habe ich das wieder runter gemacht. Mal nicht so schnell, Kollege. Du kannst gleich. So, jetzt haben wir einen Leerlauf. Das will ich euch immer zeigen. Ich fahre ihn jetzt im Leerlauf einmal richtig hoch. Das ist natürlich etwas, was ihr grundsätzlich nicht machen sollt. Aber damit ihr mal... Damit ihr mal seht, was da dahinter steckt. Wie gesagt, jetzt im Leerlauf natürlich verbrät er die meiste Energie in Form von diesem Luftstrom, dass er halt den erzeugt. Und natürlich auch einen geringen Anteil dann für diese Spannungsspitzen. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, ein großer Teil geht dann in den Luftstrom oder vielmehr in die Erzeugung eines Luftstroms hinein. Deswegen regenerieren grundsätzlich diese Einstellung. Ihr seht es hier ungefähr, was haben wir denn? 300, 400 mA reicht zum Regenerieren dicke Fette aus. So, jetzt wollen wir mal den Ladeausgang einmal anschließen. Wie gesagt, beim richtigen, also wenn ihr den nachher kauft, dann kriegt ihr auch richtige Anschlusskabel dazu. Das zeige ich euch jetzt auch einmal. Die wollte ich jetzt nicht extra wieder auspacken. Immer bei mir im Lieferumfang sind diese zwei dicken Anschlusskabel. Das sind hier, ich vergesse jedes Mal den Wert. Die gehen bis 5 Ampere gehen die hoch. Also die können richtig schon was ab. Also das ist schon ganz gut. Und ihr habt natürlich auch immer so einen kleinen Satz Ersatzsicherung mit dabei. Falls euch mal irgendwas passiert oder sowas, dann könnt ihr die auch austauschen. So, das ist eine 12 Volt Bleibatterie mit 3 Ampere. Doing. Können wir uns auch hier einmal anzeigen lassen. Die habe ich vorhin schon im großen Video schon ein bisschen malträtiert. Zack. Wichtig ist jetzt hier aber einmal kurz, dass ihr seht, wie hoch die Stromaufnahme ist im Regenerationsmodus. Ich fahre mal volles Programm hoch. Und jetzt schalte ich um in den Powerlademodus. Achtung!
So, ihr habt es gesehen, 4 Ampere hat er einmal jetzt in der Spitze gezogen. Das macht bitte nicht nach, weil eine 12 Volt und 3 Ampere Batterie, die lädt man nicht mit 4 Ampere Strom. Wohlgemerkt, das ist jetzt auch hier bloß die Stromaufnahme, die ich jetzt gemessen habe, weil das ist so der Wert, da kann man sich so ein bisschen drauf verlassen, jedenfalls ein ganz kleines bisschen. Und solche Batterien, wenn ihr das nicht wisst, mit wie viel Spannung oder mit wie viel Strom ihr diese laden sollt, guckt euch einfach die Kapazitätsangabe an, in dem Fall jetzt hier 3 Ampere. Und der Hersteller sagt immer 10%, also das wären dann hier in dem Fall 300 mA. Und wenn ihr lange von diesen Batterien was haben wollt, empfehle ich euch lieber 5% bloß zu nehmen, also das heißt 150 mA. Das ist natürlich sehr, sehr wenig und dann werden viele sagen, dann dauert das ja Stunden, ehe die Batterie voll ist. Ja, das ist so. Wie gesagt, Bedini heißt nicht schnell laden und Bedini ist auch kein Schnellladegerät. Er kann schnell laden, wohlgemerkt, aber das hat dann auch zur Folge, dass ich eben die Batterie kaputt mache damit. Auch mit einem Bedini kriege ich dann so eine Batterie kaputt. Deswegen achtet da bitte immer drauf und versucht euch da einigermaßen dran zu halten. Wie gesagt, eure Batterie wird es euch sehr, sehr, sehr danken mit vielen, vielen Zusatzjahren, wenn ihr euch einfach an diese ganz einfache Regel haltet. Also wie gesagt, 5% von dieser Kapazität, in dem Fall hier 3 Ampere, hat so original, also 150 Milliampere, wären das, was ich euch empfehle. Ist natürlich meine Meinung, meine Empfehlung, muss man sich nicht dran halten. Aber wie gesagt, auch jetzt, wenn Kunden mich zum Beispiel fragen, ich gebe das entsprechend immer so weiter. Und ja, bin dann, was das angeht, immer auf der sicheren Seite. Weil wie gesagt, wenn ich da jetzt mit 3 Ampere die Batterie lade, das geht ein paar Mal, ja klar. Aber wie gesagt, irgendwann so beim 10., 15. Mal, dann merke ich schon, dass mit der Batterie irgendwas nicht stimmt. Und dann muss ich mir eine neue kaufen, da bin ich dann enttäuscht, weil ich sage, ich habe doch ein Bedini und dann warum geht die Batterie trotzdem kaputt? Ja, das liegt dann einfach daran, wenn man mit zu viel Dampf lädt. Das geht also auch. Also grundsätzlich immer, immer, immer mit drauf achten. Und diese Faustformel, die kann man sich eigentlich für so ziemlich jede Batterie mal merken, außer bei den Lithium-Polymer-Batterien, teilweise auch bei den Lithium-Ionen-Batterien. Da ist es ein bisschen anders, aber das empfehle ich euch auch grundsätzlich nicht. Weil die nehmen einen das dann auch schwer übel, wenn die überladen werden. Die Kollegen fangen hier einfach an zu gasen und dann im schlimmsten Fall ist halt keine Flüssigkeit mehr drin und dann war es das. Da ist die Batterie zwar auch im Arsch, aber gut, wenn man Glück hat, kann man noch ein bisschen destilliertes Wasser nachfüllen, dann geht das wieder. Aber das war's dann, da passiert jetzt nicht irgendwie mehr. Aber eine Lithium-Batterie, die, ja, das kann sehr unangenehm werden. Und deswegen achtet da bitte drauf. So, wie gesagt, der 5.0. Ich habe jetzt schon die Fotos gemacht. Ich werde das jetzt in den nächsten Tagen auf meiner Homepage als neues Produkt mit einarbeiten. Bei eBay weiß ich jetzt gar nicht. Also das Gerät, ja, muss ich erstmal gucken, ehrlich gesagt, wie ich das jetzt am dümmsten mache. Lasst euch mal überraschen. Irgendwas werde ich mir jetzt einfallen lassen. Ich werde, wie gesagt, ein Video werde ich jetzt in das große Video nochmal einarbeiten. Das hatte ich eben schon gesagt. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber anders geht es nicht, weil mir ist es halt wichtig, dass ihr... Oder das große Video habe ich deswegen gemacht, dass ihr mal alle Produkte mal so auf dem Haufen habt, dass man sich im Prinzip immer das eine mal angucken kann und dann halt eben Bescheid weiß. Und ja, einen Tag später war das jetzt schon wieder egal an der Stelle, weil jetzt der 5.0 rausgekommen ist. Das kann man halt eben nicht so genau steuern. Deswegen werde ich das jetzt einfach mit dazwischen schnipseln. Wie gesagt, ansonsten sieht der Bedini, das kann ich euch hier mal zeigen, sieht im Endeffekt genauso aus wie meine anderen Bedinis auch. Das ist halt immer das Schöne, da weiß man, was man kriegt. Hier sieht man das Kugellager. Ich musste jetzt hier eine etwas höhere Sicherung reinmachen. Ich habe draufgeschrieben 3 bis 5 Ampere. Der Rest ist, wie gesagt, alles gleich geblieben. Da lese ich das P und R im Video und will ich es auch gleich sagen. Das ist irgendwie komisch manchmal. Ja, ich habe jetzt in dem Fall eine 20 Volt Anzeige verbaut. Es wird bei der Homepage auch so laufen. Wenn ihr bestellt und nichts irgendwie als extra angibt, kriegt ihr eine 30 Volt Anzeige. Ich habe natürlich verschiedene Spannungsanzeigen da, 15 Volt, ne? In dem Fall eine 20 Volt Anzeige, eine 30 Volt Anzeige und eine 50 Volt Anzeige. Da müsst ihr, wenn ihr halt eine andere Anzeige haben möchtet, das müsst ihr einmal in das Kommentarfeld mit reinschreiben, dass ich das dann weiß. Ansonsten gibt es standardmäßig immer eine 30 Volt Anzeige. Wie gesagt, hier sieht man auch einmal, wie der Lüfter mit verarbeitet wurde. Also das heißt, ich habe hier eine ganz fiese Heißhaltepistole. Das ist auch so ein Punkt. Das muss ich euch einmal kurz zeigen. Ne, andersrum. Diese Heißhaltepistole hat
350 Watt. 350 Watt, das ist natürlich echt eine Hausnummer, hat den Vorteil aber, dass sie den Kleber so extrem heiß macht, dass ich manchmal schon das Gefühl habe, der verschweißt oder verschmilzt schon fast mit dem Gehäuse, also mit diesen beiden Plastikteilen. Und das stellt halt auch eine super, super stabile Verbindung her, die den Lüfter alleine schon, ich sag mal, wenn ich ihn jetzt nur kleben würde, schon sehr, sehr gut und sehr stabil hier drauf hält. Als zusätzliche Sicherheit habe ich halt immer diese zwei Schrauben noch mit drinne. Und das hat sich jetzt über die Jahre als eigentlich sehr, sehr gut herausgestellt. Da gab es so gut, mir ist jetzt zumindest kein Problem bekannt, dass das mal abgerissen ist. Wie gesagt, ich hatte bisher noch keinen einzigen Fall, wo das passiert ist. Und somit kann man wirklich sagen, dass das wohl eine ziemlich gute Verbindung darstellt. Weil ich sag mal, so ein Lüfter stabil und sicher und fest hier auf das Gehäuse drauf zu kriegen oder überhaupt mal auf ein Gehäuse drauf zu bekommen, sodass es auch einigermaßen gut ausschaut, ist natürlich nicht einfach. Und wenn ich den Lüfter einfach jetzt hier so nehme und ihn so drauf schraube, dann könnte ich ja diese Löcher hier benutzen, die ich hier habe. Ne? Einmal links, einmal rechts. Aber dann hast du hier so einen Klotz drauf liegen. Dann muss man hier auch ein riesen Loch reinschneiden, dass der Lüfter, ich sag's mal, Luft ziehen kann. Dann muss ich hier wieder Löcher und ach, das ist alles, naja. Und ob das dann gut aussieht, ich weiß nicht. Also ich mag das dann nicht so sehr. Und in dem Fall, hier kann ich jetzt oben die ganzen Anzeigeelemente mit drauf verbauen und das ist eigentlich so ganz griffig, ganz gängig, ganz schön. Mein Geschmack auf jeden Fall trifft es damit 100%. Deswegen baue ich sie auch so, weil sie auch funktional sind, einfach, ja. Auch mit unten dran bei mir immer diese kleinen Filzfüßis, da kann man die immer schön schieben, ohne dass was passiert. Man verkratzt auch nichts und so weiter. Das ist immer ganz gut. Ja, wie gesagt, das ist der neue 5.0. Ich habe es endlich mal hingekriegt, weil beim letzten Video mit dem 5.0, wo ich das im Fragezeichen drunter gestellt habe, da war ich mir selber nicht ganz sicher. Habt ihr vielleicht auch so ein bisschen gemerkt. Und das ist jetzt absolut die logischste Weiterentwicklung. Und ich bin da sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Wie gesagt, was die Kapazität angeht, bis wohin er lädt, das weiß ich jetzt 100% noch nicht. Wie gesagt, der 4.0, der ging bis maximal 12 Volt 150 Ampere. Und bei diesem bin ich mir halt eben noch nicht sicher. Also er geht definitiv bis 150 Ampere, das steht fest. Aber eigentlich müsste er wesentlich mehr machen. Und das eigentlich müsste wesentlich, das ist das, was ich jetzt nachher herausfinden muss, wenn ich da jemanden habe, der das ganz gerne austesten möchte und mir das dann auch noch mit als Kommentar oder als persönliche Nachricht mitschreibt, da kann ich das mal mit in den nächsten Update-Videos mal mit aufgreifen. Ich mache es jetzt so, ich lade zuerst das Video hoch von 5.0, dass ihr das dann schon mal wisst und werde dann rückwirkend das große Video einmal rauslöschen, was ich schon gesagt habe, das neue dazwischen schneiden, da kriegt ihr noch ein paar Infos mehr. Und dann lade ich dann die 10 GB erneut nach oben. Also, wie gesagt, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.